Hallo, liebe Think Natalia Community. Heute habe ich wieder auch einen super spannenden Gast. Jemand, der in seiner Industrie ein Rockstar ist. Oder sagen wir vielleicht die Opera in seinem Feld. Jemand, der vielleicht, wie gesagt, wenn du nicht wirklich interessiert bist an einem Thema, wo du denkst, wer ist das? Aber wenn du auf LinkedIn unterwegs bist, dann kommst du an diesem Mann nicht vorbei. Bernd, vielen lieben Dank, dass du heute hier bist. Hallo Natalia, danke für die Einladung. Ja. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du? Ja, also ich bin Bernd, ja, oder der Management-Minder inzwischen. Ich komme aus Hamburg, bin ein Senior, habe mit Ende 50 nochmal ein neues Geschäft gestartet, also das hier. Ich biete Personalberatung, Interim-Management, Managementberatung und Coaching an. Alles um das Thema Menschen. Ja. Ich bin spezialisiert auf meine Industrie. Ich mache viel in Chemie, Recycling und Kunststoffindustrie. Das ist meine Welt. Da habe ich vorher jahrzehntelang gearbeitet. Und da bin ich heute auch unterwegs. Ja. Finde ich super. Und du hast dich bei uns ursprünglich gemeldet, weil du eine Herausforderung hattest. Du wolltest etwas an deiner Brand, an deiner Wahrnehmung verändern. Magst du uns noch einmal kurz auf diese Reise mitnehmen? Ja, also ich bin mit einem großen Netzwerk gestartet. Ich war schon längere Zeit auf LinkedIn. Ich hatte einen passablen Social Selling Index und habe Content geschrieben. Ich schreibe immer viel Content über meine Industrie, für meine Industrie. Ich liebe das, mit der Industrie in Kontakt zu sein. Ja. Mhm. Und dann hat sich das aber so entwickelt. Zunächst war ich als selbstständiger Senior-Partner in einer Personalberatung tätig. Und wenn mich jemand gefragt hat, pitche mal, was du tust, war das ziemlich viel. Ja, also Elevator-Pitch, da brauchte ich schon ein paar Stockwerke. Richtig. Ja. Und so hat sich das ergeben, dass ich gesagt habe, okay, jetzt brauche ich ein Personal Brand. Ja? Also es ist nicht mehr nur mein Name. Ich habe zuerst angefangen zu posten, zu sagen, also ich bin vielleicht ein bisschen älter als ihr, ich bin der Silberrücken, aber dafür habe ich die Erfahrung und ich kenne mich in der Industrie aus. Das hängt mir bis heute an, sozusagen der Silberrücken, den bin ich nie wieder losgeworden. Ja? Die viele Menschen sprechen mich drauf an. Der passt zu mir, das mag ich auch, aber es ist nicht so mein Brand. Dann habe ich angefangen, ein Brand zu entwickeln, das mit Management zu tun hat, mit meiner unterstützenden Rolle und mit meiner Erfahrung. Und so bin ich auf den Management Minder gekommen. Das ist ein wichtiges Kriterium für mich war, dass das noch nicht so abgegriffen war. Es gab es nicht so oft, beziehungsweise es gab es eigentlich gar nicht in diesem Zusammenhang. Für Manager gibt es tausende von Begriffen und Ableitungen, aber mir hat das sehr gefallen. Mhm. Und dann habe ich den angefangen zu benutzen und ich habe dann gesagt, ups, die Domains sind noch frei. Dann sind die Domains dazu gekommen und mein Profil hat sich auf Management Minder sozusagen ausgerichtet. Mhm. Und dann brauchte ich ein Brand. Ja, das ging auf der einen deiner Posts zurück, ja, wo du gesagt hast, man soll sich zeigen. Und du hast mit Petra Seiler, das weiß ich noch ganz genau, diskutiert und es gesagt, am besten du zeigst den ganzen Körper, also du zeigst das dich da in voller Schönheit. Da habe ich gedacht, so Mist, ja, also mit den schönen Damen, da kann ich nicht mithalten, da brauche ich was anderes. Ja. So ein Mist doch auch. Und? Ja. Mit welcher Idee kamst du dann? Ja, dann kam ich mit der Idee, also ich habe oft diese alten Kopfhörer benutzt, wie ich ihn jetzt auch trage. Dir zu Ehren habe ich das Original mal rausgeholt. Das sind Vintage-Kopfhörer, die ich sehr mag, weil die sind halb offen. Mhm. Ich höre noch, was in der Umgebung passiert, aber sie haben einen sehr guten Klang und sie sind sehr leicht zu tragen. Und sie haben diese gelben Earpads. So ist mein Logo geboren worden. Ich habe dann das Logo entwickelt, ich habe es selber gezeichnet und von einem Grafiker das überarbeiten lassen. Mhm. Dann hatte ich das Logo und zu Weihnachten habe ich mir etwas ganz Besonderes geschenkt. Ich habe mich damit wirklich überrascht. Da habe ich also den Management-Minder zur Marke eingemeldet. Yay! Sehr, sehr schön. Cool.
Ja, das war ein ganz besonders gutes Gefühl. Das hatte eine große Energie für mich, dass ich dieses Branding, was sich da entwickelt hat, was mich quasi irgendwie gefunden hat, habe ich so das Gefühl, im Nachhinein habe ich da zur Marke angemeldet. Und zu Beginn diesen Jahres wurde das eingetragen. Und dann ist es den nächsten Schritt gegangen, weil vor ein paar Wochen ist dieses Arrangement mit der Personalberatung, hat sich das abgezeichnet, dass das zu Ende geht. Und ich war in der Situation, dass ich also nochmal neu gründen musste. Und inzwischen gibt es die Management Minder GmbH eingetragen in Hamburg an der Alster in einem Top-Standort. Ja. Mega. Und ich finde Und das das bei dir so ist alles spannend. innerhalb von einem Dreivierteljahr hat sich das entwickelt. Also dieses Brand ist gegangen von einem Personal Brand hin zu einer eingetragenen Marke. Mittlerweile ist es in der Transition, würde ich sagen, zum Corporate Brand, so dass in naher Zukunft mehrere Menschen, also mehrere Berater unter diesem Brand arbeiten können. Wunderschön. Und was ich bei dir so toll finde, ist, dass es dich gefunden hat. Du hast mit dem gearbeitet, was du hattest. Du hattest überhaupt kein Interesse daran, irgendetwas zu erstellen, was irgendwie alle machen. Du bist dir treu geblieben. Einige Leute, die vielleicht extern drauf gucken würden und sowas sagen wie, das ist doch oldschool, das ist doch retro, das ist doch wie auch immer, alles muss Ja, so cool, das nehme ich fancy als und shiny, wie auch Kompliment, immer. ja. Genauso. Weißt du, du hast alles, also du hast dir wirklich die Frage gestellt, wer bin ich, wofür stehe ich, was ist mir wichtig, Genau. womit kann ich arbeiten, was macht mir Spaß? Und hast einfach nicht versucht, von irgendjemandem zu kopieren oder etwas darzustellen, was du nicht bist. Und Genau. diese Authentizität haben Leute sofort in dir gespürt. Und das hast du einfach auch mega authentisch rübergebracht in deinen LinkedIn-Lives Ja. und in deiner Kommunikation auf LinkedIn. Also ich meine, ich erinnere mich an eine Kampagne, wenn ich das so nennen möchte, die dir so viele Profilbesuche und so viele Kommentare und Ja. so viel Aufmerksamkeit gebracht hat, dass du uns geschrieben hast, Natalia, wir werden gerade überrollt, wir müssen mal ein paar Wochen aussetzen, um das alles abzuarbeiten. Das ist Erzähl uns ein richtig. bisschen mehr dazu. Ja. Ich habe Ende des letzten Jahres auf die Bremse treten müssen, weil ich auf einmal sehr viele Kontakte hatte, sehr viele Anfragen und ich hatte dann auch einige Aufträge parallel. Und es gehört einfach zu meinem Selbstverständnis von Qualität. Also ich möchte zufriedene Kunden. Ja, auf keinen Fall möchte ich, dass da jemand unzufrieden ist oder nicht das bekommt, was er erwartet. Da habe ich gesagt, bremse jetzt, ja. Ja, genau. Und dann habe ich hinterher wieder angefangen, das zu intensivieren. Aber seitdem hat sich auch laufend irgendwas verändert. Ja, wie gesagt, ich bin da also vom Personal Brand von der eingetragenen Marke bis hin jetzt zur GmbH gegangen. Mega. Und wie hat sich Content machen wir gleich nochmal. Ja. Was war, ich möchte noch ein paar Schritte weiter nach hinten. Du hast bei uns angefangen, wir haben angefangen zusammen zu arbeiten. Es gab sicherlich den einen großen ersten Meilenstein oder Aha-Moment, in dem du dachtest, ach so, funktioniert das oder das funktioniert ja wirklich. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern und ihn dann auch heute mit uns teilen? Ja, also mich hat das sicherlich beeindruckt, ja, also diese Tribes, ja, dieses Gruppencoaching, das war anders als andere Coachings, die ich bisher gemacht habe und ich bin also immer sehr international unterwegs gewesen. Ich mag das, ich führe auch Interviews in Englisch und ich bin in ganz Europa gereist, als ich im Management war und mir hat das sehr gefallen, dieser internationale Kontext. Und diesen Austausch zu sehen und wo ich dann gesagt habe, okay, ja, das geht ja und die schaffen das überall und das kannst du jetzt auch. Ja. Schön. Das war für Ja, mich also. ein Aha-Effekt. Ja. Und ich glaube, innerhalb des Tribes haben sich auch Partnerschaften, Kollaborationen, Freundschaften entwickelt. Ich meine, Ja. du hattest ein paar Leute interviewt, richtig? Ich habe ein paar Leute interviewt, ich habe ja ein bisschen unterstützt, wie man das so macht und ich habe Freundschaften geschlossen, ja. Wunderschön. Ah, das finde ich immer so. Das Es ist die ganze freut mich immer Bandbreite so. von Freundschaften ist dabei.
Das finde ich einfach sensationell, weil wir haben Männlein und Weiblein und jegliches Alter In der und Tat, ja. also wirklich jegliche Industrie und auf unterschiedlichen Kontinenten und was da für Freundschaften, Kollaborationen, Partnerschaften und so weiter und so fort daraus sich entwickeln, finde ich einfach immer wieder wunderschön. Also ich kriege manchmal aus dem völligen Nichts ein Foto von zwei Tribe-Members, die eigentlich da und da leben, aber sich mal auf einen Kaffee treffen und denke so, schön, da geht mir das Herz auf. Also gut, Du wirst okay. von mir auch eins bekommen. Oh, also ich freue mich drauf. Bin gespannt, wer die andere Person ist. Okay, dann Content. Wie hat sich dein Content oder deine Inhalte, wie haben die sich verändert vor Think Natalia Tribe und jetzt, nachdem wir eine ganze Weile zusammengearbeitet haben? Ist da mehr Konsistenz, eine andere Struktur? Gehst du Themen anders an? Hattest du vorher einen Content-Kalender? Also, oder machst du das jetzt oder machst du das gar nicht? Also, gibt es einen Unterschied in dem Band oder Breit, in der Bandbreite oder in dem Themenbereich Content? Pre-Think Natalia und jetzt ein Teil des Tribes. Naja, also ich mache diesen Content für die Industrie, ja. Also ich glaube, ich bin da sehr vielseitig. Ich schreibe über, sage ich mal, den letzten Catch beim Plastikprocessing im Spritzgussprozess, genauso wie über Management-Themen oder Coaching-Themen zum Teil auch. Das hat damit zu tun, weil ich eben Silberrücken bin und schon ein paar Jahre unterwegs bin in der Industrie. Ich liebe das, ich liebe mit der Industrie in Kontakt zu sein. Wenn ich heute auf eine Messe gehe, die Leute sprechen mich an und erkennen mich wieder. Aber es ist natürlich auch so, das ist das, was mir Spaß gemacht hat oder womit ich begonnen habe. Aber ich habe jetzt gelernt, mehr zielgerichteter zu sein. Und ich schreibe jetzt auch gezielt Content über Personalberatung, das mein Geschäft ist, oder über Interim-Management oder zum Teil auch über Coaching. Ja, also ich mische das mehr und es ist mehr zielgerichtet. Und wie ist es um das Thema Lead-Generation oder sieht es aus, wenn wir über das Thema Neukundengewinnung, Lead-Generation und alles, was dazugehört, auf LinkedIn sprechen? Es gibt ja viele Individuen, die sagen, ja, und ich bin so nischenspezifisch oder mein Thema, das ist doch so langweilig oder das ist so nicht massentauglich, da macht LinkedIn überhaupt keinen Sinn für mich oder ja, LinkedIn ist ja nur B2B oder LinkedIn ist ja nur C2C, all diese ganzen lahmen Ausreden und Ideen. Was ist deine Antwort dazu für Leute, Also in die den halt eben noch keine Vorurteilen Erfolge fehlt hatten? dir ein wichtiges, Und das du zwar? jetzt nicht mit aufgezählt hast. Und zwar ist, dass die Leute sagen, es sind nur jüngere Leute auf Ach so, LinkedIn. ach, den gibt's auch noch. Oh gut, Den gibt dann es lass auch uns den noch. auch Ja? Na, das ist eliminieren. ganz entscheidend, ja. Weil meine Zielgruppe ist das alles nicht. Ja? Meine Zielgruppe ist das Management von kleinen und mittleren Unternehmen. Geschäftsführer, die zum Teil Silberrücken sind wie ich oder vielleicht ein bisschen jünger oder auch in meinem Alter, die gleiche Generation vielleicht. Und da denkst du im ersten Moment, die findest du auf LinkedIn nicht. Diese Klientel antwortet sehr selten auf Posts, sie ist aber sehr wohl da. Das sind die Alle nochmal bitte Stillen. zurückspulen und nochmal anhören. Die Sorry, ich habe Zielgruppe dich ist da, unterbrochen. ja, das sind die stillen Mitleser. Und ich kann das sehr wohl analysieren bei meinem Post, wer das gelesen hat. Und ich kriege das hinterher auch wiedergespiegelt. Ja. So, also diese Klientel ist da. Meine Zielgruppe, wie gesagt, ist Unternehmensleitung, kleine und mittelständische Unternehmen. Die haben einmal die Eigenschaft, die sind nicht sehr sichtbar. Und Punkt zwei, jeder auf LinkedIn will die ansprechen. Jeder. Ja. Ist so. Ist so, ja, Alle das ist wollen nicht die so, es ist. High Quality, High Level, aber keiner Ja, weiß, wie er oder genau, sie ja. anzusprechen So, hat jetzt oder jeder will diese Klientel, vielleicht nicht alle in meiner Industrie, aber die meisten Leute wollen mit diesen Leuten sprechen. Es hilft mir einerseits, dass ich selber aus dieser Position komme. Ich habe also über 10 Jahre selber als Geschäftsführer auf C-Level gearbeitet. Das ist meine Glaubwürdigkeit, unterstützt das vielleicht. Ja.
wenn ich mit den Menschen spreche heute, also den Management-Minder, den glauben sie mir, ja, das ist, passt zu mir, das ist mein Brand, ja. Aber das reicht nicht, sondern diese Leute möchten auch gezielt angesprochen werden. Genauso wie die Kandidaten, mit denen ich arbeite im Executive Search, die möchten gezielt angesprochen werden. Und da habe ich meine Wege und meine Methoden, das zu tun. Ja. Also die Antwort ist, es ist alles da auf LinkedIn, man kann es alles erreichen, aber man muss seine Wege suchen und entwickeln. Ja. Absolut. Und du hast deine Methode gefunden oder entwickelt. Also ich habe gesagt, guck mal, wir machen das und das. Und das funktioniert für uns. Dann gab es Leute im Tribe, die gesagt haben, wir haben das versucht, wir machen dies und dann wir benutzen diese Strategie. Und das Schöne ist, dass basierend auf dieser Bandbreite an Wissen oder an diesen unterschiedlichen Lessons learned, setzen wir uns zusammen, wir diskutieren es, wir debattieren es und dann geht jeder raus und experimentiert und findet heraus, was für seine oder ihre Nische, für die Brand, für die Sprache, für die Kommunikation oder den Vibe der Brand funktioniert. Und genau das hast du halt eben nochmal wunderschön für dich aufgezeigt. Also dass es kein Copy and Paste ist oder ich eigentlich doof, sondern mal gucken, wie es das geht. Das hat sich in den letzten Monaten auch nochmal verändert, habe ich festgestellt. Also während das vielleicht zu Beginn oder in der Mitte der Pandemie sehr digital war, das Geschäft, hat sich das jetzt verändert. Also in meinem Bereich brauche ich eine hybride Lösung. Ja, also das Digitale ist unheimlich wichtig, um in Kontakt zu kommen, aber man sollte die Leute vielleicht auch mal treffen. Absolut. Und jetzt, wo es ja wieder möglich ist, warum nicht? So, dann fängt man vielleicht über LinkedIn an und trifft sich. Oder man fängt mit LinkedIn an und telefoniert mal oder nutzt Videokonferenzen und im Schritt 3 trifft man sich mal auf einen Tee oder auf einen Kaffee oder wie auch immer. Das kannst du dir ja, also wir können uns das ja eigentlich selbst erlauben, beziehungsweise uns da unser eigenes Universum oder unsere eigene Realität bauen. Nur viele Leute trauen sich nicht oder erlauben sich das nicht oder haben komische Vorstellungen. Ich glaube, dass viele dieser Aspekte einen Einfluss darauf haben. Ja, das ist wie immer, ja. Also nicht alles glauben, was in der Zeitung steht, nicht alles glauben, was auf LinkedIn geschwätzt wird, sondern höre auf deine Kunden, ja, die sagen dir ganz genau, was sie wollen. Absolut. Und du publizierst ja auch regelmäßig LinkedIn Lives, gell? Ja. Wie siehst du den Mehrwert? Oder andersrum, also viele Leute stellen hier die Frage oder uns die Frage, ja, LinkedIn Lives, lohnt sich das? Und was soll ich damit und wie soll ich das nutzen? Wie hast du LinkedIn Lives als Konzept für deine Marke genutzt, beziehungsweise was bringen dir diese Interviews? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ja, also wie gesagt, ich habe angefangen, Interviews zu machen, Videos aufzunehmen. Bei den ersten Videos habe ich ein bisschen geschlottert, ja, weil das habe ich die Jahrzehnte vorher nicht gemacht, irgendwo aufzutreten und ein Video aufzunehmen. Ja. Da musste ich mich rantasten. Eine Zeit lang hat LinkedIn das auch gepusht. Das ist jetzt etwas weniger. Also man bekommt auf LinkedIn Lives nicht so viele Sichtbarkeiten. Aber das ist auch nicht das Relevante, ja. Also wenn ich das mal so sagen darf, es gibt im Marketing die zwei wesentlichen Fragen im Marketing sind die. Also Punkt 1 für den Kunden, was nützt mir das? Ja, das muss man verstehen und dem Kunden rüberbringen. Frage 2 ist, glaube ich dem das oder der? Und diese Funktion, das ist die eigentliche Funktion aus meiner Sicht von Social Selling, weil das ist eine Verbindung zu dem Kunden aufzubauen, so dass er oder sie dich sieht und dir dein Angebot glaubt. Und natürlich ist es wichtig, dass er dich oder sie dich oft genug sieht. Aber die Lives und die Interviews, die geben dir eine Tiefe in dieser potenziellen Kundenbeziehung, die man anders nicht erreicht. Dass man sieht also, okay, der ist jetzt nicht nur synthetisch, sondern das ist ein Mensch, der hat seine Ecken und Kanten, der hat seine Sprachen, der hat seine Vorlieben. Und vielleicht sagen 60% der Leute, also mit dem kann ich gar nicht, aber vielleicht sagen 20 Leute, ja, den will ich oder die. Und das ist die aus meiner Sicht wichtigste Funktion,
die sich ins Digitale übertragen hat. Und die sollte man suchen. Und die LinkedIn Lives und die Interviews und die Videoclips sind ein wichtiger Weg dazu. Absolut. Und schön, dass du auch noch mal erwähnt hast, dass das am Anfang eine Reise war. Also, dass du dich nicht vor die Kamera gestellt hast und so, yay, die Kamera hat auf mich gewartet und das Wissen war sofort da, sondern du hast es dir angeeignet und du wusstest, dass es vielleicht am Anfang ein bisschen unangenehm ist, weil du hast dich dem gestellt, es hat dich nicht umgebracht. Wahrscheinlich hat, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ja, aber hat dich irgendjemand angemotzt? Gab es irgendeinen Hater, der gesagt hat, oh, du siehst so komisch aus vor der Kamera oder du stammelst? Nee, hat bisher niemand. Ja. Siehst du? Und das ist halt eben das, was unser Verstand kommt, also unser Verstand ist ja wunderschön, dient uns ja all das zu teilen, was wir wissen und was wir erlernt haben, aber ganz häufig stehen wir uns einfach selbst im Weg aufgrund der Gruselgeschichten oder der Horrorszenarien, die in einem da hochkommen. Und ich höre leider auch ganz häufig von Damen und Herren, die vielleicht jetzt nicht gerade 20 oder 30 Jahre alt sind, ah, das mit der Technik, da bin ich zu alt zu, oder ja, das mit den Videos, ah ja, das machen, keine Ahnung, das sollen die jungen Hüpfer mal machen. Es ist also für mich auch da wieder eine Ausrede oder Angst. Wir alle haben Ausreden, wir alle haben unsere eigenen Ängste, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So, und das Schöne ist ja, wenn du Leute hast, die den Weg bereits gegangen sind, musst du nicht von vorne anfangen. Und du hast ja auch wahrscheinlich nicht ein Kamera-Equipment oder ein Team für 20.000 Euro eingestellt oder gekauft, sondern du hast mit den Dingen angefangen, die du da hattest, oder? Richtig, richtig. Ja, ja. Mhm. Ich habe mir meinen Platz aufgebaut, an dem ich heute noch arbeite. Ich baue mir inzwischen ein etwas erweitertes Content-Studio, weil ich herausgefunden habe, dass das mein Weg ist, diese Gespräche mit Gesprächspartnern, so zwischen ein und drei Gesprächspartnern. Aber das kann man von klein auf an aufbauen. Ja? Und ich muss dazu sagen, ich habe einen gewissen Social Selling Index, ich habe eine Position in meiner Industrie. Wenn ich jetzt aber mal die Altersklasse dazu rechne, dann bin ich da wahrscheinlich sehr alleine und das verstehe ich eigentlich nicht, dass es so ist. Ja. Also, the problem is not the problem is how you perceive the problem. Das ist ein Zitat von Jack Sparrow. Ist true. Ich stimme dir absolut zu. Es ist das Mindset. Sehen wir es als Problem oder sehen wir es als Herausforderung? Und so das ist Schöne ist ja, dass du damit ganz eindeutig als Vordenker oder als Thought Leader vorausgehst und den Leuten zeigt, guck mal, was möglich ist. So während die anderen Leute noch Angst haben oder da mit irgendwelchen Gründen ankommen, gehst du raus und machst, inspirierst, zeigst den Leuten, was möglich ist, schaffst Jobs beziehungsweise bringst die richtigen Leute in die richtige Position, baust dir im Prozess ein sensationelles Netzwerk auf und hast Spaß daran und wächst in deiner Industrie als Content Creator und drückst dich selbst aus und experimentierst mit neuen Dingen. Und du bist also ich finde dein Verlauf oder dein Wachstum unglaublich inspirierend. Also ich finde das, was du über die letzten Monate geschafft hast, sensationell. Okay. Und du kratzt an deinem Potenzial. Ich weiß, dass du ein Riesenherz hast für Kunst. Und da haben wir noch nicht so viel gesehen. Also wer weiß, was da noch innerhalb der nächsten 1, 2, 5, 10, 20 Jahre auf uns zukommt. Jetzt, wo du die Grundlage für das gelegt hast, wofür du stehst, bin ich so 1000% sicher, dass du auch mit anderen Elementen spielen wirst und die Marke mit der Zeit sich weiterentwickelt. Ja, das denke ich auch. Ich hatte ein Interview mit dem Victor Matcha im letzten Jahr, da ging es um The Beauty of Steel, also er fotografiert diese Eisenhütten und Metallwerke und das hat für mich, ich teile seine Faszination, also da wird so ein Kübel mit Metall gekocht und dann wird es irgendwo reingegessen in eine Form und dann kommt hinterher ein Bauteil raus, das irgendwie auch noch funktioniert und irgendwelchen Spezifikationen entspricht und das finde ich wirklich toll. Ja. Ich habe ein gewisses Herz für die Kunst und das wird sich sicherlich irgendwie irgendwann mehr zeigen. Ja. Absolut, aber ich sehe in deinem Content, dass du definitiv jetzt schon
Wie würde ich das beschreiben? Noch mehr du bist, dass du dich vielleicht ein bisschen mehr geöffnet hast, dass du, also du warst ja schon immer du, aber ich habe das Gefühl, als ob du ja irgendwie ein bisschen heller scheinst oder ein bisschen mehr, noch mehr in deine Authentizität gegangen bist, dass du, ich glaube, das ist die Erfahrung, dass wenn wir mehr Content publizieren und merken, na, das kommt gut an und die Leute wollen das, dass wir uns selbst die Erlaubnis geben, einfach noch mehr bei uns zu sein. Und also im Englischen sagt man so schön, the level of not giving a, dass das noch so ein bisschen nach oben gegangen ist, was uns einfach noch spannender macht für die richtigen Leute, weil wir damit unsere Marke leben. Hast du auch das Gefühl, dass du dich da Ja, weiterentwickelt hast? das kann ich bestätigen. Ja, das habe ich irgendwann gemerkt. Ja, also ich komme natürlich so von C-Level an Beratung und Geschäftsleitung, Unternehmensleitung, habe immer mit in diesen Kreisen zu tun gehabt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so steif bin ich ja gar nicht. Siehst du? Ja. Ja, Ich kann schön. das, ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen, was du gesagt hast, also dass du jeden ermutigst und das dazu animierst, das auch zu machen. Was ja im Moment passiert, es ist ja eine Revolution in der Wirtschaft, ja. Also was wir beobachten ist, dass diese Leute wie LinkedIn, YouTube, Facebook und so weiter, die investieren alle viel, viel Geld in diese Plattform. Wir sehen das bei LinkedIn. Es sind laufend neue Funktionen, es sind laufend neue Features, es wird viel, viel investiert. Und das ganze Modell, das lebt davon, dass andere Leute Content liefern, umsonst. Ja, also zum großen Teil umsonst, ja, Ja, in the beginning. Ja. So, und diese Investitionen, die würden nicht laufen, wenn die Zukunft nicht dafür da wäre. Das heißt, was wir im Moment sehen, ist eine komplette Veränderung, dass man also als kleiner Betrieb oder als Einzelperson die Möglichkeit hat, an vorher etablierten Marken sozusagen, ich will jetzt nicht sagen vorbeizuziehen, ich will jetzt kein Öl ins Feuer gießen, aber sich daneben zu positionieren. genau. Das war eine Möglichkeit, die wir vor Jahren noch nicht hatten. Und dank solchen Programmen, wie du sie anbietest, lernt man, sich da seinen Platz, seinen Claim abzustecken. Absolut. Und das Schöne ist halt eben, dass Mann, Frau als One-Man, One-Woman-Show Ja. deutlich schneller ist oder beziehungsweise mehr frei. Raum oder Freiheit hat in der eigenen Kommunikation, Ja. weil du dich selbst repräsentierst. Wenn du ein Teil einer Riesenfirma bist, dann muss das vielleicht erstmal da abgesprochen werden, dann muss Legal nochmal einen Stempel drunter setzen, dann muss das ja auch alles die richtige Sprache heutzutage sein, dann muss sich ja jeder abgeholt fühlen, dann darf sich ja niemand diskriminiert oder ausgegrenzt fühlen, dann muss das auch noch da kulturell passen und da passen und da passen. Und das hat ja auch alles seine Richtigkeit. Nur habe ich das Gefühl, dass insbesondere große Unternehmen dadurch an Schnelligkeit verlieren. Und wir kleine Firmen oder SMEs da einfach eine Entscheidung fällen, sagen, wir stehen dafür. Ich habe das deutlich durchdacht. Ich kenne meine Zielgruppe. Ich spreche ganz gezielt diese Leute an und muss das nicht 50.000 Mal durch den Brei drehen, beziehungsweise weichspülen. Und damit haben wir meines Erachtens einen Riesenvorteil oder mehr Möglichkeiten, wenn es um das Thema Authentizität und Transparenz geht. So würde ich das sehen. Ja, da stimme ich dir wirklich zu. Und ich sehe ja im Moment, ich beobachte das auch, dass einige große Konzerne oder einige großen Firmen sozusagen dazukommen. Ja, und so dieses Phänomen der Social CEO, das ist im Moment sehr gut zu beobachten, dass also Unternehmensleiter oder Führungskräfte sich also eine Personenmarke etablieren. Im Grunde genommen fürs Unternehmen, aber wir sind in Social Media, also der Social Austausch ist wichtig, aber sind Personen da, die sich ihre Marke reservieren von großen Unternehmen. Das ist eigentlich nur nochmal eine Bestätigung dafür, was du sagst. Ja. Absolut, ja. Okay, gut. Was wäre denn noch spannend, wenn wir uns deine ganze Transformation angucken, die ganze Ja. Entwicklung, die du durchgemacht hast über die letzten, sagen wir mal, 6 Monate. Worauf bist du
am meisten stolz oder worin geht dir das Herz am meisten auf? Es kann etwas sein bezogen auf deine Marke oder auf LinkedIn oder vielleicht auf eine innere Transformation, auf ein Mindset-Shift, auf einen neuen Glaubenssatz oder Denkmuster oder irgendwas, was vielleicht von außen betrachtet, ja, ist. Aber nach innen, wenn du hineinfühlst, dass du denkst, boah, ohne das, bam, hätte es wahrscheinlich nicht so gut geklappt. Naja, also von Glaubenssätzen habe ich mich divers getrennt. Ja? Vor allen Dingen von solchen Dingen, ja, dass es vielleicht irgendwie nicht die richtige Zeit ist oder dass man zu alt ist oder zu irgendwas, ja. Also meine Erfahrung ist, je älter ich werde, ja, desto schneller wird meine Lernkurve. Und das finde ich sehr spannend. Ja. Als Senior oder als Silberrücken, das finde ich, drückt dieser Silberrücken sehr gut aus, sollte man offen in die Welt gehen und sich seinen Platz behaupten. Diese ganze Millennium-Diskussion, die verstehe ich an sich nicht. Ja. Finde ich super. Ich sehe das genauso. Also, wenn ich den jungen Leuten bei irgendwas helfen kann, gerne. Ja. Absolut. Du hast die Erfahrung, du hast das Netzwerk, ja. Du hast dadurch, also ich glaube ja, man wird ja mit dem Alter immer besser. Das ist ja so gemein. Ich gehe fest davon aus. Und deswegen sind die Möglichkeiten, die du hast, also die Türen stehen ja einem offen. Deswegen, also wenn irgendwelche Leute auf mich zukommen und sagen, ja, du gehst ja stark auf die 40 zu. Und ich sage so, hurray, großartig, was da alles noch vor mir liegt an Möglichkeiten. Mhm. Weil, ja, also es hängt auch da wieder vom Mindset ab, sehe ich es als etwas Positives und eine Möglichkeit oder zerfalle ich in Selbstmitleid und glaube den Schwachsinn, den einige Leute oder Instanzen oder wie auch immer uns versuchen, das reinzuhämmern. Also ich finde das bewundernd und inspirierend, wie du das machst. Ich hoffe, dass du für andere Leute eine Quelle der Hoffnung bist, beziehungsweise sagst, Leute, so geht es. Wenn ihr eine Frage habt, meldet euch bei mir. Ja, gerne. Dass Leute auf dich zukommen und dass sie mehr Möglichkeiten sehen als Grenzen. Und dass sie vielleicht das Thema Social Selling, Social Media Auftritt, ein massives Rebranding, dass es egal wann möglich ist. Also dass dieses, jetzt ist schon zu spät oder jetzt noch oder wie auch immer, wenn wir das noch mehr aus den Leuten raushämmern könnten und du da als Vordenker vorausgehst, das würde ich mir wünschen. Ja, es kommt noch was anderes dazu, ja. Also wenn du in einer Corporate-Funktion bist, das hat viele Vorteile, ja. Also die überweisen pünktlich, ne? Das ist schon mal klar, ja. Aber du bist dann in deiner Funktion, ja. Du bist in deinen Bahnen, ja. Mhm. Das ist ein Phänomen, was ich also beobachte, ja. Also es werden so ganz spezialisierte Eigenschaften oder Funktionen gefordert. Ja? Das sind Baumscheiben, aber ganze Bäume sind eigentlich nirgendwo gefragt im Corporate-Leben. Ja? Und das ist halt anders, wenn du das machst, wenn du als Content-Creator, dann kannst du deine Interessen, dann kannst du da Posts drüber schreiben. Ne? Und es gibt manchmal oder meistens gibt es Leute bei mir, die das lesen und liken und kommentieren. Ja? Das ist eine ganz andere Welt, als wenn du auf eine Funktion irgendwo festgelegt bist. Ja? Absolut. Das ist eine schöne Metapher mit den Baumscheiben beziehungsweise mit dem Baum. Die merke ich mir. Okay, Bernd, haben wir noch irgendein Thema vergessen, was dir wichtig ist? Haben wir vielleicht eine Geschichte nicht erzählt, die Leute zum Schmunzeln bringt oder die Menschen nochmal inspiriert oder ihnen Hoffnung gibt, wenn es um das Thema LinkedIn geht oder Neukundengewinnung? Kommt dir da noch spontan irgendwas in den Sinn? Und wenn nicht, wer soll sich mit dir verbinden auf LinkedIn? Naja, also Geschichten gibt es immer viele, ne? Dafür reichen die 45 Minuten kaum aus. Ja. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, was wichtig ist, ja, dann würde ich also sagen, das Ganze ist halt sehr in Bewegung. Ja. Es ist sehr volatil, es ist sehr in Bewegung. Diese Plattformen
ändern ihre Konzepte laufend. Ja? Das heißt, es gibt immer einen Catch, der besonders gut läuft. Es gibt immer einen Catch, so zum Beispiel diese Lives, die jetzt im Moment nicht so gut gefördert werden. Und es gibt immer wieder neue Funktionen und immer wieder neue Trends. Und das halte ich für sehr wichtig, dass man da dabei bleibt und das versteht. Man muss das nicht alles mitmachen. Und wie gesagt, ja, Sichtbarkeit und Ansichten, das ist für mich nicht das Maß der Dinge, sondern für mich ist das Maß der Dinge der Qualität der Kontakte, die Qualität der Kontakte, Entschuldigung. Das ist natürlich irgendwie so eine grundlegende Auffassung von mir. Aber man sollte trotzdem das im Auge behalten und sich mit ganz vielen Leuten vernetzen und austauschen und schauen, was passiert. Ja? Mhm. Im Moment sind meine Kinder in TikTok hauptsächlich, aber es kann ja sein, dass wir morgen alle in TikTok irgendwie versuchen, irgendwas zu verkaufen. Nobody knows. Ja? Ja. Ich hoffe es nicht, aber es könnte sein. Ja? Wie du sagst, nobody knows. Aber das Schöne ist, du verstehst jetzt, wie LinkedIn funktioniert. Du verstehst, wie Lead-Generation, Positionierung, Content-Erstellung, Netzwerkerweiterung funktioniert, wie Social Media funktioniert. Das heißt, gib dir eine Woche auf TikTok und du verstehst TikTok, weil du das auf LinkedIn Gelernte einfach auf die TikTok-spezifische Kultur übertragen kannst. Und darum geht es doch letzten Endes. Ja, genau. Also ich bin ja jetzt auf LinkedIn sehr aktiv. Ich bediene genauso Xing, weil meine Klientel, meine Kunden da sind auf Xing. Ich habe einen Twitter-Account, ich habe einen YouTube-Kanal, den ich bediene. Also so ganz einseitig und monogam bin ich da schon nicht mehr. Also aufmerksam sein, mitverfolgen, was passiert und mitgestalten. Ja? Also man kann einen Drachen nicht aufhalten, wenn er anfängt zu fliegen, aber man kann versuchen, auf ihn zu reiten und ein bisschen mitzusteuern. So, das ist meine Botschaft. Ja? Wunderschön, auch da wieder eine tolle Metapher. Ich stelle sicher, dass ich dich tagge bzw. zu diesen Seiten verlinke, sodass Leute nicht suchen müssen. Aber ich darf ja nochmal pitchen, ja? Genau. Ja. Die Bühne ist deine. Pitch. Also ich bin der Industrieexperte. Ja, ich bin der Silberrücken und ich kenne mich wirklich aus in der Industrie. Es gibt viele Funktionen, die ich selber gemacht habe. Alles, was mit Vertrieb und Produktmanagement zu tun hat, Chemie, Kunststoff, Recycling, da kenne ich mich wirklich aus. Und ich kenne Zahlen, dass uns in ein paar Jahren Millionen von Fachkräften fehlen. Ja. Das heißt, das wird ein Race auf die Talente, auf die Funktionen, auf die Persönlichkeiten. Und da braucht man einen Partner, der dabei unterstützt, weil ich sehe das so, das wird ein strategischer Faktor sein. Genauso wie es wichtig ist, die richtigen Rohstoffe, die richtigen Maschinen, die richtigen Lieferanten und die richtigen Kunden zu haben, wird es in ein paar Jahren mindestens genauso wichtig, die gleichen Mitarbeiter zu haben, die genauso qualifiziert sind und beraten sind, dass man seine Ziele erreicht. Von daher, ich stehe bereit, wenn es um Personal geht, um Interim-Management, um Managementberatung in der Industrie. Ich werde regelmäßig angefragt von ausländischen Beratungsgesellschaften und führe dann Videoberatung weltweit durch, von Tokio bis New York. Also solche Dinge tue ich und eben auch Bewerbercoachen, Führungskräfte, die Unterstützung dabei möchten, das Wie und das Warum vor allen Dingen zu verstehen. Warum möchte ich eine neue Funktion? Warum möchte ich eine Karriere und wie komme ich dahin? Dabei kann ich helfen. Ja. Und vor allem auch nochmal extrem wichtig, du machst das natürlich fließend auf Deutsch, aber auch auf Englisch. Also das ist etwas, das auch für mich meines Erachtens extrem wichtig ist, dass die Leute sagen, wir machen das online, wir machen das offline, wir machen das auf Deutsch, wir machen das auf Englisch, weil heutzutage vermischen sich solche Dinge. Und da hast du einfach auch noch das habe ich jetzt nicht extra erwähnt, weil wenn nach einem Gespräch weiß ich das meistens nicht mehr, war es jetzt auf Deutsch oder auf Englisch. Siehst du? Aber das ist spannend, weil es immer noch Leute gibt heutzutage, insbesondere im deutschen Mittelstand. Englisch? Englisch was? Why do we have to use this language? Speak your English. Ja. Gut. Okay, also nochmal. Vielen, vielen lieben Dank für alles. Also für deine Zeit, für deine Geduld, für dein Vertrauen in uns.
dafür, dass du Dinge umgesetzt hast, dafür, dass du machst, dass du den Leuten zeigst, wie es geht, dass du dich traust, Fehler zu machen, wenn du neue Dinge machst und dir selbst vergibst, dass du nach vorne gehst, dass du, ja, dass du Spaß an der Sache hast und Menschen unterwegs hilfst. Und ich bin ja mega gespannt, wo bei dir die Reise hingeht. Ich freue mich definitiv auch auf ein persönliches Treffen irgendwann mal in der nahen Zukunft, wenn du mal hier bist oder wenn ich mal wieder im Norden bin. Das wird kommen, ne? Absolut, das ist ja nur eine Frage der Zeit. Und ja, wir bleiben bis dahin auf jeden Fall in Kontakt. Also nochmal vielen lieben Dank. Vielen Dank für deine Unterstützung, Natalia, und dieses tolle Coaching. Ja, und ich wünsche dir alles Gute für das nächste Level, das du jetzt dann bald erreichst. Ja. Dankeschön. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss.